So, jetzt machen wir mal einen kleinen Test mit Cem. Der sitzt ja jetzt hier hinten drin. Und hier vorne, da haben wir noch eine andere Kamera. Das ist die andere Osmo. Und die ist jetzt eingeschaltet und wir gucken mal, was der Cem macht, wenn wir weggehen. Die Idee ist einfach, wenn wir mal in ein Restaurant reingehen, dann können wir ja mit der Kamera, die jetzt im Auto ist, und dem Handy, können wir dann überprüfen, ob er jetzt was anstellt, dass wir also wieder rauskommen müssen. Ansonsten können wir nämlich mal im Restaurant reingehen und nicht nur mal Takeaway im Auto essen. Das ist mal ein Test. Wir gehen jetzt hier in 7-Eleven rein und dann warten wir mal und gucken, was Cem macht. Ja, wir haben jetzt eine Zeit beobachtet, ist ganz okay, muss ich sagen. Also ich glaube, wir können das nächste Mal auch bitte zum Restaurant gehen und der Cem ist im Auto. Hä? Ja, wir sind nach 2,5 Stunden in Chuangshom Resort im Süden angekommen. Was wir schon gesehen haben, hier sind ganz große Seenplatten. Ich werde euch das gleich mal in der Karte zeigen. Richtig riesengroß. Und der Ralf, der war hier gewesen mit seiner Frau und der sagte, das wäre hier sehr schön. Ja, wie ich heute Morgen schon sagte, also das Wetter spielt im Moment ja zu der Jahreszeit nicht so gerade mit. Gerade ist unser Haus geöffnet worden, da gehen wir jetzt mal rein, gucken mal, wie es da aussieht, bevor wir jetzt unsere Klamotten da reinschmeißen. Ja, hier geht's hoch und ja, hier draußen haben wir eine Sitzgelegenheit, für den Wagen haben wir da auch einen Parkplatz. Ja, ich glaube, hier sind wir richtig. Da steht mein Name. Ja, es ist ein Einzimmer-Apartment. Da ist Fernseher. Es riecht angenehm. Ein riesiges Bett. Super sauber, muss ich sagen. Wie es sich gehört. Hier ein ganz normales Badezimmer, thailändischer Stil. Was wichtig ist, warm Wasser. Gerade zu der jetzigen Zeit ist es schon sehr kalt. Und ja, ganz normal ist für 950 Watt, glaube ich, die Übernachtung. Also nicht die Welt. So, jetzt bringen wir hier mal ein bisschen Unordnung rein und kramen jetzt den Wagen leer. Hallo, liebe Zuschauer und guten Morgen. Wir haben die erste Nacht hier in Pathalung, das ist der Bezirk, wo wir uns aufhalten. Und hier, wo wir genau sind, das ist Thali Noi. Direkt hier 50 Meter entfernt ist ein ganz großer See. Aber da ist nur ein viel, viel größerer. Und leider, das Wetter spielt nicht mit. Es regnet ein bisschen. Gestern hat es den ganzen Abend geregnet, nachdem wir angekommen sind. Aber wir wollen heute etwas sehen. Ja, die Reise betrachte ich jetzt mittlerweile als Hardware-Test, wenn ich jetzt auf Tour gehe. Habe also einiges jetzt schon gelernt. In Zukunft wird alles in Boxen verpackt, dass wir autark sind. Teilweise fehlen die Löffel und andere Kleinigkeiten. Die werden wir dann komplett bei uns haben. Genauso wie die ganzen Sachen, die man im Badezimmer benötigt, die hat man bis jetzt immer in Plastiktüten gehabt. Das ist auch nichts, die gehen dann kaputt oder es läuft etwas aus. Da werden wir jetzt auch eine Box uns anschaffen, wo jetzt alles reinkommt und die stellen wir dann ins Badezimmer und dann haben wir immer alles sofort parat. Am Ende dieser Reise würde ich mal das so mal aufschlüsseln.
was man da alles so machen sollte, was wir gelernt haben. Vielleicht will der eine oder andere ja auch durch Thailand reisen. Und da kommt das zweite für Pitti. Ja, Stichwort Pitti. Mit Pitti, die hat also jetzt auch in der Nacht mal so einen Anfall gehabt. Sie konnte gar nicht zur Toilette gehen ohne meine Hilfe. Das ist schon eine schlimme Krankheit. Ich habe ja auch schon Feedback bekommen von Leuten, die sich die Filme angesehen haben, die auch die Krankheit haben. Das klappt aber wunderbar mit uns, muss ich sagen. Bei dieser Reise, wir haben ja jetzt schon vier Tage haben wir jetzt schon hinter uns, haben wir uns mehr kennengelernt in solchen Situationen und finde das sehr angenehm, mit ihr zu reisen. Es ist also nicht, dass sie rummeckert, regnet ja nur und schlecht Wetter und wieso ja jetzt, das ist doch eigentlich Regen. Nein, gar nichts. Da ist auch der Vorteil, dass eine Frau nicht so viel redet, auch ein Pluspunkt. So, und jetzt frühstücken wir. Und wie gesagt, anschließend, ich werde mal von hier aus die Drohne starten nachher. Die Sonne, die steht da so irgendwo am Himmel. Und vielleicht kann ich dann ein paar schöne Aufnahmen machen. Übrigens, der Ralf hat uns das ja hier empfohlen und der sagte, das wäre super, wenn die Wasserbüffel da zu einer Insel schwimmen bzw. gehen würden. Mal gucken, da eben habe ich es also noch nicht gesehen, wie ich mit Jem unterwegs war. Mit Jem läuft das auch wunderbar. Wir haben uns eingespielt. So, jetzt wollen wir frühstücken. Bis nachher. Tschüss. Ja, was möchte ich gerne sehen? Laut Reiseführer gibt es hier riesige Lotusfelder und auch mit den Wasserbüffeln habe ich da einiges gesehen. Aber jetzt steigen wir mal hoch, es fängt leicht an zu regnen. Mal gucken. Ja, da sieht man also schon die große Seenplatte. Aber ja, mit den Lotusblüten, das hängt wahrscheinlich auch mit der Jahreszeit zusammen. Und wir haben ja jetzt Dezember, da ist der Küstenbereich. Jetzt machen wir mal einen Schwenk hier. Ist ziemlich düster und wie ich gerade schon sagte, es fängt an zu regnen wieder. Also dass da jetzt große Lotusfelder sind. Die müssen ja eigentlich so sehen sein, weil die Blätter, die sind ja das ganze Jahr da. Ja, im Hintergrund hört er Jem, er hat wohl eine Katze gesehen. Ist ein kleiner Ort hier. Nichts Besonderes, wir sind ja gestern auch durchgefahren, also da ist kein großer Highlight. Wir sind jetzt hier 280 Kilometer von Samui entfernt, kann ich also jetzt so nicht empfehlen, dass man das unbedingt gesehen haben müsste. Ihr müsst euch das so vorstellen und das ist in den Süden runter, ist wie eine Sackgasse, man sieht hier und da schöne Dinge. Aber deswegen jetzt nach hier unten zu kommen, ich habe da mittlerweile abgehakt. Ich sehe es nur als Test an für unsere Reise. Ja, hier unten ist unsere Unterkunft mit den grünen Bäumen. Da drunter muss irgendwo unser Vitara denn auch stehen. Ich hole jetzt die Drohne wieder runter. Das bringt nichts. Hier könnt ihr übrigens unser kleines Häuschen sehen. Und hier steht unser Auto. Ja, jetzt gehen wir erstmal rein und warten, bis der Regen aufhört. Ja, wir sind hier in einem botanischen Garten, wollte gerade
mit der Drohne fliegen, aber es fängt jetzt an zu regnen, also nicht möglich. Außerdem kam jemand gerade, ein Ranger, und der musste erstmal nachfragen, ob ich eigentlich hier fliegen darf. Wahrscheinlich werden hier Tiere geschützt und die dann eben halt gestört werden durch das Motorengeräusch. Naja, jetzt bin ich jetzt erstmal hier zu Fuß unterwegs mit der Handkamera. Alles super feucht. Man sieht, es regnet. Ich kann mir vorstellen, wenn schönes Wetter ist, ist das hier ein super Ausflugsort. Da haben wir eine Steganlage, Bambu. Dann hoffe ich mal, dass das Bambu das auch aushält jetzt mit meinem Gewicht. Aber was ich sofort spüre oder höre, eine Ruhe. Ein riesiger See. Ich versuche das jetzt mal auf der Karte einzublenden und auch mal auszumessen, wie groß der ist. Man sieht da hinten keine Ufer. Da ganz hinten, da sieht man ein Motorboot. Ja, und da sind da so Fischfanggeräte. Man muss sich das vorstellen, da ist ein Netz, was etwa so 10 Meter mal 10 Meter an vier Punkten festgehalten ist, und dann wird die ganze Konstruktion ins Wasser reingesenkt. Dann wird man wahrscheinlich anfüttern in der Mitte und dann hebt man das ganze Netz in einem hoch. Ich höre nur Pitti im Hintergrund, die unterhält sich da gerade mit dem Ranger. Aber wir wollen ganz runter an die Südspitze von diesem großen See fahren, einmal quasi rum und dann ein Abstecher zum Strand. Ich bin ja mehr auf Strand fixiert als im Dschungel, wo wir gestern waren. Ach, guck mal hier, das ist auch eine Idee. Wisst ihr, was das ist? Das sind von den Palmen die Stücke, die Kernstücke. Da wird gerade ein Foto gemacht von Jem. Der Jem geht da nicht hoch, der liebt keine Treppen. Ja, also wenn ihr hier unten mal im Süden seid, dann könnt ihr hier mal hinkommen. Das sieht also relativ professionell aus. Die Aufmachung, da hinten sind noch andere Gebäude von den Rangern. Und da kann man bestimmt auch noch einiges lernen. Da sind viele Tafeln mit Beschriftungen. Wir gehen jetzt weiter in den Süden. Ja, liebe Leute, das haben wir uns ein bisschen anders vorgestellt. Es regnet, je weiter wir in den Süden runterkommen. Und dieser See ist unwahrscheinlich groß. Ich sehe hier, also eine Stunde müssen wir noch runter. What happened? Ja, die Pitti hat gerade wieder so einen Schwindelanfall bekommen. Das kommt von einer Minute zur anderen. Und damit ist sie natürlich auch sehr eingeschränkt jetzt mit Autofahren oder mit dem Rollerfahren.
Da muss sie die Vorsymptome also schnell erkennen, um dann auch zu reagieren, um anzuhalten. Ja, ich habe euch da eben erzählt, dass hier so Fanggeräte, so Konstruktionen sind. Und hier seht ihr das. Da hinten ist ein Netz raus. Und hier ist jetzt gerade ein Netz abgesenkt worden. Da wartet man, dass die Fische jetzt da reinkommen. Und dann hebt man das hoch und schon sind sie drin. Aber das ist nicht das Einzige. Da hinten sind noch viel mehr. Ja, da sind die ganzen Fanggeräte. Das scheint wohl eine beliebte Fangvorrichtung zu sein. Aber leider regnet es und daher kann ich jetzt nicht lange in der Luft bleiben, ohne dass vielleicht die Drohne in Gefahr gerät, irgendwie zu viel Feuchtigkeit aufzunehmen. Ich denke kurz darüber nach, auch wieder zurückzufahren. Ich sehe hier 56 Kilometer bis ans südlichste Zipfel von diesem See. Der ist, wie gesagt, gigantisch groß. Ja, wir sind zurück. Das hatte keinen Sinn gehabt, da jetzt noch rumzukurven bei dem Regen. Und der Magen knurrte bei uns auch schon. Und dafür sind wir hier jetzt an dem Restaurant gefahren, wo wir gestern gewesen sind. Das Schöne bei der Sache ist nämlich auch der Jam. Da zeige ich mal, der Wagen, der steht da draußen. Der steht da und der kann dann jetzt hier reingucken und sieht, dass wir hier sitzen. Und er weiß von gestern, dass er dann auch was Leckerli bekommt. Ich will nichts Negatives darüber sagen hier, weil ich ja zu wenig gesehen habe mit Pitti. Das Wetter hat ja auch nicht mitgespielt. Dann sieht es wahrscheinlich ganz, ganz anders aus. Wasserbüffel haben wir nicht gesehen, die man uns versprochen hat, die irgendwo auf eine Insel gehen. Und auch die Lotusfelder. Aber das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass wir zur falschen Zeit gekommen sind. So, jetzt haben wir erstmal Hunger und ich halte euch auf dem Laufenden. Ja, liebe Zuschauer, hier sind wir am Ende unseres Testurlaubes, sage ich mal, im Süden von Thailand. Ich fand, es war fast eine Katastrophe. Es hat nur geregnet und wir sind kaum rausgekommen. Ich muss sagen, mit Jam war das wunderbar. Wir sind jetzt auch vom Süden direkt nach hier oben gefahren, 4 Stunden. Wir haben zwischendurch mal natürlich einen Stopp gemacht. Und er hat das super verkraftet, ist mit dem Auto wunderbar, hat das also geklappt. Ich habe viel gelernt, also für die große Tour zum Norden muss ich hier einiges hier im Auto noch ändern. Ich will also hier mit PVC so einen Rahmen hier innen drin machen, wo ich gewisse Dinge, die ich auch benötige zum Filmen zum Beispiel, dass ich die direkt rausnehmen kann und nicht, dass die hier oben in der Box drin sind. Also ich habe einiges gelernt und daher war das ganz gut. Oh, hat sich hingelegt. Ganz gut, dass ich das gemacht habe, mit Pitti auch. Mit Pitti war es so, die hatte 2-3 Mal wieder einen Schwindelanfall gehabt. Und wir hatten natürlich viel Zeit gehabt, wo es geregnet hat. Und wir saßen dann in dem Einzimmer-Apartment über unsere Situation uns zu unterhalten, wie es weitergeht. Sagen wir mal so, es sieht nicht schlecht aus, dass wir vielleicht aber zusammenkommen nochmal. Aber wir wollten jetzt, wenn wir zurückkommen nach Samui, wollten wir da ein bisschen Abstand zu nehmen, neu sich fassen, nicht keine Schnellentschlüsse denn treffen. Auf jeden Fall, wenn wir Weihnachten zusammen feiern und auch Silvestern. Und dann sehen wir da im nächsten Jahr, wie es da weitergeht.
und ob sie im Februar mit mir in den Norden hochfährt als Testfahrt. Ja, danke schön, dass ihr bis zu Ende geschaut habt. Und ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bitte ist leider nicht da. Die musste jetzt gerade, wo ich bin auf die Fähre gefahren, nach oben aus dem Auto raus. Aber ich sage dann hier schon mal tschüss. Tschüss.